Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Folge von, ja, man mag es kaum glauben, mein Test. Da bin ich wieder. Und, yo, ich habe mir Gedanken gemacht. Also, vorab, im Moment prokrastiniere ich gerade. Ganz ordentlich. Soll heißen, ja, ich laufe erstmal ein bisschen rum, sonst wird es langweilig. Mein Eis nehme ich wieder mit. Soll heißen, yo, morgen ist, fängt der, blödes Loch, fängt der Ernst des Lebens an. Sprich, morgen wird's ernst. Morgen gibt es Klausuren. Oh, morgen. Morgen entscheidet sich alles. Hinfort, Tür. Morgen gibt es Klausuren. Ja. Aber ich habe mir gedacht, du hast die ganze Woche gelernt. Es reicht. Es genügt. Es ist genug getan worden. Habe ich ein paar Silber dafür dabei? Ja, und deswegen mache ich noch ein bisschen Video. Video, Video, Video. Das Ganze äußert sich so, dass ich jetzt mir gedacht habe, okay. Wir gehen auf lustig tolle. Was ist hier nicht los? Du kommst mit. Wir gehen auf lustig tolle Jagd nach Mese. Sprich, ich werde mich gleich 3 Milliarden Meter tief in den Erdboden buddeln. Da werde ich keine Steine brauchen. Nein, nein, nein. Höchstens mal ein Stack, um mir einen Weg zu bahnen. Und ja, Mese halt, ne? Schön, schön die Mese suchen und so. Wie das eben so sein muss. Den ganzen Dirt lassen wir auch hier. Sand. Wooden Planks. Snow. Auch weg. Werde ich nicht brauchen. String. Floor. Leiter. Die lasse ich nochmal da. Vielleicht brauche ich sie noch. Glas werde ich auch nicht brauchen unter Tage. Das Schwert ja leider Gottes auch nicht. Na, die Axt sei mal dahingestellt. Ich habe gleich zwei von. Dann bleibst du hier. Okay, und die Ho bleibt auch da. Fackeln, Wilson, Wasser. Let's get to it. Was ist denn das? Ach so, eine Fackel. Okay, also. Das erklärte Ziel ist es, Mese zu finden. Mese, Mese, Mese. Das heißt, wir müssen relativ weit nach unten. Und, ja, da wollen wir doch erstmal sehen, dass wir da vielleicht möglichst weit nach unten kommen, ohne größere Aufrisse oder Aufwände. Ja, das geht ja schon wieder wunderbar los. So muss das sein, so ist das gut, so mag ich das. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt und demnächst auch noch über Kopf. Ja. Unschwer zu erkennen, dass ich das immer noch nicht auf die Reihe bekommen habe. Unschwer zu erkennen, dass ich langsam aber sicher akzeptiere, dass ich es nicht ändern kann. Ja. In einem der anderen Parts habe ich auch schon mal was gegraben, wie man sieht, und ich würde sagen, hier geht's jetzt einfach mal straight bergab. Mit eurer, ja, Erlaubnis werde ich jetzt einfach mal so tun, als würden diese ganzen Rohstoffe nicht existieren. Ich meine, ich baue die zwar jetzt ab, teils, aber nur, um halt wirklich weiter runterzukommen. Und meine Hoffnung ist es einfach, quasi nach unten zu buddeln und irgendwann in ein Höhlensystem zu fallen, wo, also ein vorgeneriertes, wo dann schließlich und endlich irgendwo der Stoff der Stoffe rumliegt, sprich, wo ich ein wenig mäße. Mein eigen nennen darf. Seitdem ich die Development-Version nutze, ist das Ganze auch noch ein wenig interessanter geworden. Was heißt, nicht wirklich interessanter, weil ich befinde mich ja noch auf einem alten Landstrich, sozusagen. Was da heißen soll, vermutlich werde ich unter meiner ba jetzigen Basis nichts finden außer Meseblocks, weil die jetzt integrierten Mesefragmente und Kristalle so im Gestein eben nicht vorzufinden sind, sondern eben nur diese ganzen Blöcke und das vermutlich auch ein bisschen tiefer. Tiefer, tiefer, ich mag es tief. Oh, da fällt mir gerade was ein. Unheimlich blöd, aber ich meine, warum mache ich das hier sonst? Ja, so einer dieser doofen Kurzwitze. Danke. Er zu ihr. Gefällt dir das, mein Schatz? Sie zu ihm. Tiefer, tiefer. Er zu ihr. Gefällt dir das, mein Schatz? Super, oder? Scheiße. Oh, ich merk schon, das wird eine total verwirrte Aufnahme. Ach Gott, hört mir auf. Ja. So ist das. Also morgen ist es dann soweit. Morgen schön. Vormittags an einem Nicht-Wochentag ins Hörsaalgebäude latschen und ja,
3 Stunden lang, volle Konzentration. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich mich selbst ob ich mich selbst mit Kaffee pushen soll oder nicht, weil der bei mir ja immer, wie schon erwähnt, ja, stellenweise etwas überanschlägt. Und es ist, glaube ich, nicht so sonderlich hilfreich, wenn ich da total hibbelig vor dem Blatt Papier sitze, Energie habe für 10, aber denken kann wie, ja, Wasser hier unten, gute Idee. Machen wir gleich zweimal. Geh wieder weg, danke. Es ist dunkel, nehme ich an. So. Ja, dass ich dann eben nicht vernünftig denken kann, weil mein Kopf überall ist, aber nicht da, wo er sein soll. Nämlich bei den Aufgaben. Jojo, ich überleg's mir noch. Vielleicht tue ich auch ganz doll viel frühstücken. Also so richtig dolle viel. Also wenn ich ganz doll viel meine, dann meine ich so richtig dolle viel. Extremst viel. Und dann könnte es wirklich sein, dass ich diese Klausur bestehe. Wäre das nicht der Hammer? Aber was rede ich so viel von mir? Hat ja alles keinen Wert. So ein bisschen Real-Life-Katalysator, sich einfach mal hier so beim Videodreh auskotzen. Oh, diese Klausuren sind so schwer. Würde mich nicht wundern, wenn so einer, der ein oder andere vor dem PC sitzt und sich denkt, Alter, ich hab das schon durch. Stell dich nicht so an, du Pussy. Falls ihr das denkt, ihr habt ja recht. Ich gebe euch ja recht. Ich weiß es ja selbst. Es wird schon irgendwie laufen, aber naja. Ein bisschen Rest-Schiss bonert halt immer noch mit. Aber wenn das erstmal rum ist, dann weiß ich nicht. Bin noch im Überlegen, ob ich mir das Feierabendbier mit den restlichen Kommis gebe oder ob ich pflichtbewusst, wie ich bin, direkt nach Hause fahre und weiterlerne. Weil ist ja nicht die Einzige. Naja. Schöne Standbildparade. So ist das. Ach ja, es schneit im Übrigen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es ist böse am Schneien, zumindest in meiner Ecke. Und ja, Schnee hat ja sowohl seine positiven als auch seine negativen Aspekte. Ich meine, die negativen Aspekte sind uns ja wohl allen mehr oder minder bekannt. So von wegen Glatteis und ja, nicht geräumte Autobahnen und sowas. Aber, oh mein Gott, ich brauche neue Sticks und eine neue Hacke. So ein Schneegestöber, wie ich es mal verspielt nennen möchte, hat auch seine positiven Aspekte. Und zwar einmal natürlich nur, wenn man halt so ein kleiner Assi ist wie ich, so ein Vorzeige-Prolet. Nein, das stimmt ja nicht. Aber so ein, ich bin schadenfroh. Also manchmal habe ich halt wirklich so Phasen, wo ich mir denke, verdient. Oder auch nicht, das muss nicht mal verdient sein. Das ist halt in dem Moment einfach lustig. Ja. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Ja, schadenfroh, genau. Und neulich stand ich vorm Gebäude, hab mir nichts Böses gedacht und hab mich mit meinen Leuten unterhalten, so ein bisschen, wie man das eben tut, wenn man vorm Gebäude rumsteht. Und am Nachbargebäude, vom anderen Fachbereich, kam eine junge Frau aus dem Gebäude gelaufen. Das ist ja so lange noch nicht weiter verwerflich. Und junge Frauen sind ja prinzipiell schon mal eine nette Angelegenheit. Und gerade als diese junge Frau da lang lief, kam vom Dach des Gebäudes so eine mittelgroße, also kleine bis mittelgroße Schneelawine runter. Also nur ganz lockerer Pappschnee, also keine großen Gefahren, keine Eiswürfel oder so ein Quatsch, Eiszapfen. Und ja, auf jeden Fall war das schon schwer lustig, weil die gute Frau, sie tat mir im Nachhinein dann natürlich leid, aber so in dem Moment war es halt einfach funny. Die hat das Ding voll abgekriegt. Und ich hab's leider nicht gesehen. Ich hab nur gesehen, wie sie dann da stand und laut Bäh machte. Und ja, ich hab so einen Moment gebraucht, um zu verstehen, was passiert ist. Und ich glaube, ich hätte auch noch einen Moment länger gebraucht. Aber dann ging neben ihr ist ja wunderbar. Kinder, ist denn heute schon Weihnachten? Ja, guck doch mal hier, guck doch mal da, da haben wir's, da haben wir's. Seht das alle? Seht das? M-E-S-E-M-E-C-E. Seht das? Könnt das sehen? Ach, ist das schön. Geil, das ging ja dann doch schneller als erwartet. Hurra! Yippie-Kaye, den nehme ich natürlich direkt mit. Ein Meseblock sind im Übrigen, wenn ich das jetzt frickeln würde, um damit mit Mesekonsmod zu arbeiten. Ah, das geht hier gar nicht mehr. Nein, das geht hier gar nicht. Genau, das sind Kristalle,
Mittlerweile sind es ganz Kristalle. Aber wenn ich mir jetzt einen Ofen craften würde und würde den da reinpacken und würde den grillen, sozusagen, denn dann wird daraus quasi Mesekons oder wie ehemalige oder noch Minecrafter sagen würden, Redstone. Ist halt so das Äquivalent. Ja, dann kriegt man, glaube ich, 108 Einheiten Mesekons. Jawohl, ja, hallo. Kennen wir uns? Haben wir uns schon einander vorgestellt? Hör mal, das verlegen wir auf später. Ich nehme dich erstmal mit nach Hause. Schauen wir mal, wie das so mit uns beiden weitergeht. Geil, geil, geil. Ich freue mich. Ich habe wirklich angenommen, ich habe mir echt Sorgen gemacht, dass jetzt die nächsten zwei, drei Folgen total langweilig werden, weil ich wie ein Bescheuerter im Bergwerk rumlaufen werde und mir irgendwelche langweiligen Gänge grabe. Aber das ist ja mal extra nice. So, aber ich glaube, damit ist die Ader auch erschöpft. Da kommt nichts mehr bei rum. Nehme ich an. Nö. Nehmen wir hier so ein bisschen quer. Nee, nee, nee. Gut. Jetzt habe ich natürlich komplett in meiner Freude den Faden verloren. Shit. Wo war ich denn? Das sind so Momente, wo ich gerne zurückspulen würde, um zu gucken, was ich gemacht habe oder was ich geredet habe. Aber das ist mir jetzt den Aufwand nicht wert. Ich war bei der Jungfrau, bei der, falls du das siehst, junge Frau, gar nicht so hässlichen Frau, die Schnee abbekommen hat. Ja. Egal. Not so important. Auf jeden Fall war die halt ein bisschen begossen und ich war halt einen kurzen Moment schadenfroh. Yes! Bis mir dann halt aufgefallen ist, da hätte echt was passieren können, aber ihr ist ja nichts passiert. Von daher habt ein bisschen, denkt nicht, ich bin so der Vollassi, sondern ich bin halt einfach nur ein situationsbedingter Assi. Miese, miese, jawohl. Ja. Nice, 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 na, 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 Kinder! Jo, ist das geil. Jo, ist das geil. Ach, jetzt wird's aber, ich meine, me gusta, aber. War mal schon so ein bisschen viel. Jo, da nehme ich alles mit. Seid mir nicht böse, ich grab erstmal drum rum, weil dann kann ich. Jawohl, jawohl, jawohl. Dann kann ich zu allen Seiten gucken und weiß genau, dass da angrenzend nicht irgendwie was im Verborgenen blieb. Vermutlich wieder recht dunkel. So, jetzt dürfte es besser sein. Ach, ist das schön. Ja, was mache ich denn jetzt mit der Zeit, die übrig ist? Ich habe doch schon hier quasi auch diverse Notfallpläne geschmiedet, so von wegen, ja, themenmäßig. Blödsinn reden und so. Cool. 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 Für diejenigen, die gerade erst eingeschaltet haben, ich habe Mäuse gefunden. Nein, für diejenigen, die vorherigen Parts nicht geguckt haben. Ich suche wie ein bescheuerter Mese, damit ich endlich den Mesekons-Mod mal antesten kann. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, was ich da genau realisieren will eigentlich. Da kann man zwar alles Mögliche mitmachen, habe ich mir sagen lassen, aber es ist, wie es immer ist. Wenn man 1000 Möglichkeiten hat, weiß man nicht, was man machen soll. Ihr kommt alle mit nach Hause. Ich habe einen richtigen Hasen. So. Nice, 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 nice. Tralali, tralala. Ach komm, wir machen noch ein bisschen weiter. Ja, und dann gab es noch eine nette andere Geschichte, die auch wieder mit, ich weiß, ich bin sehr auf das weibliche Geschlecht bezogen, aber passiert ja sonst nichts Interessantes. Ich bin Bus gefahren. Ich als gut Mensch fahre ja nicht Auto, sondern fahre ja Bus. Für die Umwelt und so, keine Ahnung. Nein, weil es umsonst ist natürlich. Braucht man gar nicht drüber reden. Und, ja, da habe ich mich so an die Tür gestellt, weil ich wollte dann auch mal raus aussteigen aus diesem Bus, so schön er auch war, Licht. Und da hat sich jemand hinter mich gestellt, auch so ein bisschen Kopf kleiner als ich, schöne blonde Haare und auch sonst ganz ansehnlich. Und als der Bus hielt, also das ist eigentlich jemand, den würde ich nie ansprechen, weil das ist weit über meinem Level. Jawohl, ah, oh, Kinder. Nice, absolut nice. Ich freue mich gerade total. Schön, schön, schön. Ja, das ist halt jemand, der weit über meinem Level war, also gefühlt. Ich habe so ein Problem mit der Selbsteinschätzung. Und dann hielt dieser Bus eben an und ich denke, komm, jetzt steigst du aus. Und in dem Moment, als der Bus bremste, hat die sich
quasi an einem rutschigen Boden so ein bisschen vergriffen sozusagen mit ihren Schuhen, mit den Schuhen vergriffen. Ganz toller Satz, bin mir gerade bewusst. Und ja, wer halt ist halt so ein bisschen gerutscht. Und durch das Rutschen war sie ein wenig panisch, nehme ich an, oder hat halt reflexartig einfach mal überall hingegriffen und hielt sich halt an meiner Jacke fest, bevor sie hingefallen ist. Und ja, so kommt man dann halt, habe ich sie halt so angeguckt und sie hat mich angeguckt und ich sagte, alles okay? Und sie sagte, ja, ist nur total rutschig. Und ich sagte, ja, das stimmt. Und dachte in dem Moment aber, ach, wirklich? Und ja, prinzipiell bin ich ja total introvertiert und bin dann halt auch weitergegangen. Und ja, aber das ist für mich schon ein, für mich kleinen introvertierten Menschen ist das schon ein totales Erfolgserlebnis, dass ich mich da mit einer derartigen Frau unterhalten durfte. Ich weiß, ich bin voll peinlich. Mir auch egal. Ja, auf jeden Fall, das kalte Wetter hat auch seine nicht sonnen, aber schönen Seiten. Wenn denn sowas mal passiert. Und wenn es halt glimpflich abläuft. Ich meine, wenn die sich da irgendwie auf die Schnauze gelegt hätte und hätte sich da sonst was gebrochen oder die Zähne ausgeschlagen, gerade so im Bus an irgendwelchen Haltestangen oder so, jo, dann nice. Hätte ich halt nicht gesagt, dass das toll war. Aber so habe ich halt mal mit einer netten Person gesprochen, die ich sonst in 100 Jahren nicht angesprochen hätte. Oder sie mich. Geschweige denn sie mich, schätze ich. So, ist da jetzt noch was? Wie sieht denn die Ausbeute aus bisher? 13. Das ist schon mal nicht wenig. Mir wird gerade bewusst, ich bin nicht so wirklich slow. Gut. Crafting Lesson Number 270.000. Inventar aufmachen. Meseblock hier hochlegen. Mesekristall rauslegen. Meseblock weglegen. Zwei Sticks nehmen. Sticks weglegen. Mesekristall hier hochpacken. Eins, zwei, drei. Mesehacke nehmen. Eklige Silberhacke weglegen. Und dann Autobahn. Oh, ich liebe das Teil. Das ist einfach nur so episch schnell. Ich habe mir schon sagen lassen, es gibt wohl Mods, wo es noch schnellere Werkzeuge gibt. Aber ich weiß nicht. Irgendwie, das Mese ist ja vom Chefentwickler zugeflanscht worden. Und ja. Und dieser Mod ist ja dann quasi. Ach, ich weiß nicht. Das Spiel hat ja eine offene API und der Mod ist dann irgendwie, in meinen Augen ist es halt so ein eingebauter, so ein nachgerüsteter Cheat. Also Mese ist schon unheimlich schnell und ich glaube, viel, noch viel schneller muss der Stein nicht beiseite zu räumen sein. Das ist okay so. Länger halten könntest du, aber nein, das ist schon okay. Ja, Mese Hacke, oioioi. Nice Scheiß. Jetzt wisst ihr auch mal, warum es sich lohnt, Meter tief in die Erde zu kriechen und den Dreck zu suchen, weil danach geht's halt echt ab. Negativer Faktor ist, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht. Kann natürlich sein, dass ich es irgendwie nachgemoddet habe, aber ich glaube nicht. Es gibt keine Mese-Schippe. Aber man braucht auch eigentlich nur die Hacke. Ja, nice. 12 Block Mese. Mache ich weiter oder mache ich nicht weiter? Ich denke mal, das ist ein bisschen dröge. Ich gehe wieder nach oben. Na 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 na. Wie komme ich hier raus? Wie bin ich hierher gekommen? Das sieht gut aus. Richtig gepunktet. Ach, hier, guck mal da. Ach, ich freue mich. Das ging so schnell jetzt. Ich bin so happy eigentlich. Ich habe echt gedacht, okay, die nächsten 80 Minuten lang gräbst du dich schön nach unten, stupide, und irgendwann weißt du nicht mehr, was du sagen sollst. Und überhaupt ist alles nur grau in grau. Und die schönste Hintergrundmusik kann das nicht rausreißen. Das guckt kein Mensch. Aber jetzt bin ich eines Besseren belehrt worden und ich freue mich. Ja. Oh, ich habe auch eine ganz tolle Idee gehabt kürzlich, wo wir gerade untergrund sind. Das fällt mir da gerade ein. Und zwar gibt es ja so ganz tolle idealistische Ideen, wie zum Beispiel das Stromsparhaus oder sowas. Ich meine, das wird dann noch einzeln umgesetzt, aber setzt sich halt nicht durch. Und ich hatte neulich eine ganz tolle Idee. Als wir wieder in einem total vermatschten Tag durch die City gezogen sind. Und uns dann halt extremst bewusst wurde, dass die City eigentlich total hässlich ist, weil halt alles zu betoniert ist. Und so. Und dann haben wir später zusammengesessen. Ich und ein paar Mann haben uns unterhalten und ich habe gemeint, wisst ihr, was geil wäre? Wisst ihr, was so richtig geil wäre, wenn es keine Straßen gäbe? Und dann haben natürlich gleich wieder alle, was? Keine Straßen? Bist du mit Schucke?
natürlich, jeder braucht Straßen und bla und blub und hast du nicht gesehen? Ich sagte, ja. Straßen sollte es geben, aber nicht so, oh, hier bin ich falsch, nicht so penetrant, so dabei geflanscht halt. Kann ich auch hier lang gehen, glaube ich. Sondern meine Idee war dann, hier lang, die Straßen komplett in den Untergrund zu verlegen. Also stellt euch mal die nächstgrößere Stadt in eurer Nähe vor, mit ihren ganzen hohen Häusern etc. pp. Und zwischen den Häusern keine Straßen, sondern Wiese, meinetwegen. Wiese oder Parkanlagen, Bäume, vielleicht noch das höchste der Gefühle, oh, hab ich dich vergessen, das höchste der Gefühle, ein Radweg oder sowas. Und ansonsten keine Straßen. So, und jetzt werden die Ersten schon schreien, so, bist du behindert? Wie sollen denn die ganzen Anliefersachen und so? Ja. Ich überdenke ja über sowas nicht eine Sekunde nach. Ich habe ja dann so ein bisschen Ehrgeiz. Und dann habe ich mir überlegt, warum nicht die ganzen Straßen komplett unter Tage? Also komplett out of range. Nicht jetzt irgendwie groß, ja, so überirdisch, sondern einfach komplett unter Tage. Weil prinzipiell ist das ja architektonisch irgendwie möglich. Ich meine, jeder kennt U-Bahnen, die komplett unter Tage sind. Oder dann auch irgendwie kilometerlange Tunnels, die quer durch einen Brenner gehauen wurden und das irgendwie alles hält und so. Also rein statisch, rein architektonisch scheint es ja möglich zu sein. Und einfach mal so eine Stadt komplett von diesem Betonscheiß befreien und so im Kellergeschoss, ich meine, jedes Haus hat, vermute ich mal, einen Keller. Habe ich noch Holz? Hallo? Nicht mehr viel. Holz hacken! Jedes Haus hat so, wie ich mal vermute, einen Keller. Ach, schön geworden. Und, ja. Einfach mal, oh mein Gott, Inversion der fliegenden Äpfel. Zack, zack. Komm her, du Sau. Na? Ja, und dann anstatt dem Keller ein Parkplatz. Ich meine, in welcher großen Stadt gibt es bitte keine Parkplatzprobleme? Und stellt euch mal vor, der Platz, der über den Häusern drauf geht, für das Haus selbst. Ach Quatsch, der Platz, der über der Oberfläche drauf geht, für das Haus selbst, wäre halt unterirdisch Parkplatz. Da, wo das Haus steht, unten drunter Parkplatz. Unter jedem Haus. Ein Parkplatz, wo, weiß ich nicht, zwischen 6 und 20 Autos sich stellen können, je nach Gebäudegröße. Also, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster, man würde nie wieder einen Parkplatz suchen. Nie wieder. Ich meine, okay, bei einem, weiß ich, Behördenzentrum oder sowas, also bei größeren Hochbauten, so ab dem 10. Stock wird es dann doch wieder eng, glaube ich. Weil so viel, die sind ja in die Höhe gebaut und nicht in die Breite, sprich so viel Platz für Autos ist da drunter dann nicht. Aber, ach, ich weiß nicht, ich glaube, müsste es eigentlich mal eine Pilotierung geben. Irgendwo so, dass man sagt, okay, wir bauen jetzt ein Dorf, was genau so ist. Keine Straßen, die sind alle unter Tage. Das komplette Dorf ist quasi getunnelt. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn man das ein bisschen durchdenken würde, das ist ein bisschen abstrus, ist mir schon klar. Aber das könnte unheimlich gut werden mit ein bisschen Einsatz. Naja. Aber, lassen wir die Tagträumerei mal ein wenig beiseite. Holz.